Okay. Okay, Blazkowicz. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Special. Wo Bleiben sind wir Sie in jetzt? Ihrer Rolle. In Mexiko? Ich werde in Mexiko lesen. Zurück, Bürger! Ja. Okay. Was für Nazis besitzt in Amerika? Closed. Hat alles geschlossen. Hat auch geschlossen. Eine verdammte Drohne. Oha. Da sehe ich doch ein paar Leute. Des Kanzlers. Ich hoffe, Sie fühlen sich diesem Land und seinen wunderbaren Einwohnern zugehörig. Ja, natürlich, Sir. Auf jeden Fall. Ein kleiner Ratschlag von mir. Sie erleben einen neuen Aufbruch Amerikas. Sie haben eine Wahl in dieser neuen Welt. Denn die Zeit wird kommen, in der sich, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennt. Waren Sie beim Geschichtsunterricht? Natürlich, Sir. Gut, Sie da. Wann wurden die Friedenstruppen nach Amerika entsandt? Ja, natürlich. Also, Ja? 19? Ja, raus damit. 1948? Mein Gott! War das richtig? Nein, falsch. 1949. Das war eine Operation zum Wohle Ihres Landes. Wann betrat Hans Armstark den Mond? 1953? Nein, das ist falsch. Okay. 1950? Ich habe genug gehört, das reicht mir. Oh, es tut mir leid, ich muss noch so viel lernen. Strengen Sie sich mehr an. Das werde ich, Sir. Tut mir leid. Okay. Der Clan mit den 2K. Bürger von Roswell, seid vorsichtig. Gibt's was zum Lesen? The Star Spangled Daily. Germanische Medien, die ehrlichsten in der Geschichte. Okay. Ich hab keinen Bock mehr zu lesen. Lesen wir zum Not am Ende nochmal durch. Sie da. Ja, Sie. Soll ich Ihnen was ein gibt's? Geheimnis verraten? Tue ich aber nicht. Weil Sie ein verdammter Verräter sind! Ja. Ein hübsches Auto. Okay, hier ist nicht viel los. Ich glaube, hier müssen wir nicht rein. Tja, ich hoffe, der kennt unser Gesicht nicht. Wie bitte? Ich hab die Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ach, die Rede aus meinem Blick. Das sind keine Abschüsse. Ich sorge dafür, dass das Gewehr mich nicht wegrutscht. Ich hab Probleme mit schwitzigen Händen. Oh, nur das? Das Zeug kann man doch nicht trinken. Was für eine Plörre. Ach, scheiß drauf! Ich schaue mich hier erstmal um, bevor es weitergeht. Wenn ich darf. Hey Mister, wollen Sie eine Zeitung kaufen? Nein, danke. Schaut euch an, wie ihr eure eigene Zerstörung feiert. Hier ist eine Parade. Ich glaube, da reden die Maschinen, die Nazis. Richtig? Korrigieren Sie mich, falls nicht. Fast, Fräulein Altner. Ach, und denken Sie an die Prüfung am Tag des Wechsels. Sie bestehen sicherlich mit Bravour. Ich konnte diese primitive Urwaldmusik einfach nicht mehr hören. Jazz und Rock'n'Roll. Ziemlich schreckliche Musik, nicht wahr? Ja,
Sie haben recht, Fräulein Altner. Ich erkenne großes Potenzial in Ihnen. Die Haltung ist makellos. Sie schmeicheln mir, Herr Hauptmann. Sie haben es auch verdient, mein Fräulein. Wo sind wir hier in New Orleans? Ich habe nur Mexiko gelesen, aber das ist... Mexiko ist nicht Amerika. Soweit ich weiß. Ich glaube, ich entkomme. Fest, aber bald. Du bist natürlich eingeladen. Oh, das ist lieb von dir. Ach so. Grüß deinen Vater, okay, wenn du ja, auf der ja. Farm bist. Oh, und sag ihm, ich verstehe ihre Hochzeit. Einige belastbare Fragen, falls Gedanken. Er Interesse hat. Entschuldigt. Auch Cocktails. Sag's ihm. Wir sehen uns. Bis bald, Schöpfchen. Identität verifiziert. Einen schönen Tag in Roswell, Bürger Robert Fisk. Okay, wir sollten von solchen Drohnen nicht gescannt werden. Papa Joe's. Papa Joe's All-American Diner. Da müssen wir hin. Genau mein Ding. Okay, da müssen wir erst. Ich will da gucke ich erstmal eine Tanke nach. Die Parade dauert noch ein bisschen. Da können wir nicht rein. Die kleinen Typen spielen in Nita-Hans. Okay. Gibt's auch nicht mehr viel zu sehen. Hier findet sich gerade ein großes Fest statt. Mit Parade und Co. Wir transportieren hier eine Atombombe durch die Gegend. Nein, da gehen wir gleich rein. Alles gut, Leute. Geh nur mit meiner Atomrakete spazieren. Warten Sie nicht durchlassen. Warten Sie, bis die Parade vorbei ist. Ich hole ihn. Gehen Sie bitte woanders entlang. Okay. Ich gehe nur mit meiner Atombombe spazieren. Ich gehe mit meiner Atombombe und meiner Atombombe mit mir. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, Peter. Was denn für Sachen? Dass der Kanzler ein großer Autor und Maler ist. Sehr gut, mein Junge. Bobby meinte, der Kanzler hätte die Mona Lisa gemalt und die Atombombe gebaut. Dann hatte mein Kopf in die Toilette gesteckt und gespült. Das ist ja schrecklich. Man sollte diesem Bobby Manieren beibringen. Aber seine Mutter wird das bestimmt nicht tun. Du musst mir versprechen, dass du dich von ihm fernhältst. Hörst du, Peter? Jetzt such dir was von der Karte aus. Hätte doch die Geheimpolizei die Hilfskraft nicht abgeholt. Wann kriegen wir endlich wieder hausgemachtes Essen? Mama, kann ich das Chili haben? Natürlich. Juhu. Wenn wir hier überhaupt irgendwann bedient werden. Okay, da kann ich nicht mehrfach drauf machen. Oh, einen schönen Hallöchen. Tag, bitte. Super Setzen Sie sich, ich bin sofort bei Ihnen. Was darf denn sein? Ich stelle hier nur mal meine Atombombe ab. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme... Blaskowitsch. Specie weiß, dass sie den Generalstab angreifen, aber er weiß nicht, dass sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen sie ihm sagen. Das wird schwer. Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal... Aber! Oh! Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag noch. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. Oh! Ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, kommt sofort. Das könnte gut passieren. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Das kann nicht sein. Sie Und verwechseln Sie sehen mich. Germanisch aus. Sie verwechseln mich mit Arbeiten irgendjemandem. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schön, Kommandant. Oh, vielen Dank. Sie müssen mich verwechseln. Hm.
Ich habe einen Bruder, also, der mir ziemlich ähnlich sieht. Zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Bitte. Erdbeermilch, lecker. Das schmeckt mir in Amerika am besten. So einfach. Nur Milch und Eiscreme. Um den Rest der Karte werden Sie sich aber noch kümmern müssen. Ich glaube, sie sollte germanischer sein, ja? Ja! Kommen Sie aus der Gegend, John Smith? Ich lese hier, dass Sie in Wache 6 arbeiten. Ja, Kult, das ist meine Wache. Wo ist die denn überhaupt? Ganz in der Nähe. Diese Wache ist mir gar nicht bekannt. Ja, die ist. Reden Sie. Kommandant, Sie werden vom Generalstab verlangt. Hat das nicht Zeit? Ich trinke gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Diese Wache, die ist vielen unbekannt. Das ist eine kleine Wache. Kenne nicht viele. In Ordnung. Sie müssen mal rumkommen. Schon unterwegs. Das ist hier nur die Ecke rum, zwei, drei Straßen in der Ecke geradeaus und dann sind sie schon da. Kommen Sie mal besuchen. Das ist ganz im Sturz. Grundgütiger. Ich sag doch, ich hab einen Zwillingsbruder. Sie sind das. Blaskowitsch, machen Sie die verdammte Tür zu! Bevor noch mehr von denen eine Erdbeermilch bestellen. Hier ist ein Feuer, das muss gelöscht werden. Nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue, Blaskowitsch. Aber Sie könnten ja auch bloß eine Maske von William J. Blaskowitz tragen, unter der sich Ihr Weltraumechsengesicht verbirgt. Also? Es gibt wie keine ist das verdammte Passwort? Sie gab mir keins. Na schön. Runter mit der Maske. Zeig mir dein verdammtes Echsengesicht. Super Special-Waffe runter, sonst breche ich Ihnen den Arm und knipse Ihnen das Licht aus. Ich wusste, dass Sie es sind, Terra Billy. War nur Spaß, kommen Sie. Das ist eine Atombombe, ich würde nicht so lange, nicht so dicht ans Feuer halten. So, willkommen in der Bodenkontrolle. Bin noch nicht dazu gekommen, hier ein wenig aufzuräumen, das tut mir leid, das, der Scheiß hier ist echt gut. Das schirmt die Signale ab. Sehr effektiv gegen außerirdische Gedankenkontrolle. Es gibt keine. Wie geht's, Grace? Gut. Die kleine Abby? Absolut bestens. Mann, ich vermisse sie. Selbst, dass sie mir ins Gesicht pinkelt. Das vielleicht sogar am meisten. Kleine Stinkerin. Was machen Sie hier überhaupt, Super Spash? Das hier? Mein Vater und ich haben hier alle Hinweise auf die Vertuschungen der Regierung gesammelt. Keks? Nein. Okay. Ist schon mehr als 10 Jahre her. Sommer 47. Hab in dem Jahr aufgehört, als Anwalt zu arbeiten und bin zur Schwarzen Revolutionsfront gegangen, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass die falsche Mordanklage der FBI-Schweine gegen Grace fallen gelassen wurde. Damals hörte mein Vater den Polizeifunk und brachte mich nach Norden zur Murphy Ranch, wo wir dieses abgestürzte fliegende Untertassending fanden. Kurz danach stürmte das verdammte US-Militär rein und riegelte den gesamten Bereich ab. Irgend so ein Bullshit über einen Wetterballon. Ach, das Ding. Alles nur Lügen. Denn wir waren schneller und hatten eindeutige Beweise. Hier, schauen Sie mal. Das Schätzchen hier habe ich von der Absturzstelle. Glauben Sie, das kommt von einem Wetterballon? Nein, das kommt hier haben wir alles aufgezeichnet und überwacht, was das Militär im Schilde führt. Gebaut hat das hier mein Vater. Sie denken also, das war ein Raumschiff? Ich sag ja nicht, dass es eine fliegende Untertasse aus dem All war. Aber es war auf jeden Fall nicht von dieser Welt, wenn Sie mich verstehen. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn Sie der Kausalkette folgen, finden Sie am Ende diese geheime unterirdische Anlage 10 Kilometer östlich von Roswell bei Bottomless Lakes, Area 52. Dort hat die Regierung eine fliegende Untertasse abgefangen und die Leichen und die Technologie unterirdisch eingelagert. Alle waren beteiligt. Die FBI-Schweine, die Militärschweine, selbst das Präsidentenschwein höchstpersönlich. Schauen Sie doch. Area 52, Area 51, hier drüben Area 56.
überall im Südwesten. Nevada, New Mexico, alles ein gigantischer Komplex, verbunden durch unterirdische Zugtunnel. Hier, sehen Sie die Bilder an. Plasmawaffen, Gedankenkontrolle, Antigravitation. Ach, Leute. Und nachdem unsere feige Regierung vor den Regimeschweinen kapituliert hatte, schnappten unsere neuen Anführer die Basen und machten eigene Experimente, um ihre Ideologie voranzutreiben. Hier, schauen Sie. Das ganze Ding ist die Area 52 Militäranlage. Hier oben haben die Regimeköpfe den scheiß Generalstab eingerichtet, wie man sehen kann. Hier darunter liegt das Gewölbe voll mit dieser ganzen abgedrehten Technologie. Alien-Scheiß, das ist alles da unten. Also, ich hab's selbst nicht gesehen, aber es ist da. Naja, was auch immer da ist, das sind keine Marsianer. Okay, okay, in Ordnung. Niemand weiß genau, mit welcher Art von Technologie wir es zu tun haben, aber höchstwahrscheinlich außerirdisch. Das sind keine Aliens, Zed hat gesagt. Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie jetzt ein Scheißexperte für Außerirdische? Nun, ich war verdammt lang Anwalt und ich weiß, wie gottverdammte Verschwörungen aussehen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es Außerirdische sind, aber es sind verdammt nochmal ohne Zweifel Außerirdische. Also, in diesem Feuerlöscher habe ich eine Atombombe. Okay. Ganz ruhig. Wollte sie nicht verärgern. Grace meinte, sie können einen Weg in den Generalstab. Bringen Sie mich rein, dann springe ich mit dieser Bombe die Führungsriege des Regimes in. 1000 Stöcke. Ja! Ja, na klar. Das klingt so gut. Ich helfe Ihnen. Mein Vater hat diese Tunnel zum unterirdischen Zugsystem gegraben, das all diese Geheimbasen verbindet. Der hier führt bis zur Area 52 Güterzugverladungshalle. Perfekt. Also. Oh nein, nicht die Güterzugverladungshalle. Die Bombe? Das ist natürlich kritisch. In diesen Rucksack. Sie brauchen Ihre Hände zum Schießen. Okay. Viele Regimesoldaten da unten. Und andere Dinge. Also, ich bleibe per Funk in Kontakt und helfe Ihnen. Hey. Währenddessen wird uns mit viel Aliens Glück, voll quatschen. Ja, sehr toll. Außerdem jeder, der Star Trek geguckt hat, weiß, dass das keine Untertassen sind. Durch diesen Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. So, und dass das die Brücke ist, die nur die Untertasse, wenn man so will. Das, was die Leute mal bei den Sichtungen das Untertasse, das viel Untertasse gekennzeichnet haben. Carolina, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen. Ach du heilige Scheiße. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Ich kriege was irgendwie sneaky hin. Aber ist ein Raketenantrieb herunter. Oh, scheiße. Ist doch wieder ein Hangar. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Versuchen Sie mal nicht hier. Scheiße, Mann. Oh, Kacke. Wir sind am Arsch. Das hätten wir woanders hinkriegen können. Das ist nicht so effektiv hier.
glaube ich, traumatische Szenenänderungen. Sind wir oben hier relativ in Sicherheit. Und Munition könnte auch bald ausgehen. Komm. Ist durch zu weit weg. Wo ist denn der Typ, der hier Versteckung ruft? Wir müssen noch finden und ausschalten. Können wir hier durch? Nein, hier können wir nicht durch. Ein bisschen hier von oben schießen. Wo ist denn der Typ, der hier Versteckung ruft? Typ ist immer noch da. Ist wirklich eine Versteckung mehr da oder was? Hier kann ich runter. Ich weiß nicht, ob ich runter will. Das war ja nichts. Hier bis jetzt gerade alles ruhig. Heilung nehme ich gerne. Ich kann hier ein bisschen sneaky. Hier irgendwo ist so ein Typ. Okay, auf der Ebene. Nächster Kommandant. Haben Sie ihn gesichtet? So, gib Ruhe. Rüstung. Heilung. Okay, brauche ich gerade nichts. Schalte den Reaktorantrieb ein. Okay, Hacker. Ich glaube, für die brauche ich die. Ach du Scheiße, was passiert hier? Darf man die Waffe wechseln? Meine Fresse!
Ich hoffe, es gab hier einen Checkpoint. Leute hoch. Ach du Scheiße, von hinten. Das wird hier wieder ein Krampf. Sehr schön. Mehr so viele Schüsse. Der ist da rum. Heilung. Waffe wechseln. Ach du Scheiße, 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 Scheiße. Selbst gekillt. Ich kämpfe ungern mit der. Ich keine Munition mehr. Scheiße, als ob ich keine Munition mehr habe. Wir fehlen mit der Pistole. Jetzt habe ich dieses Ding hier. Könnte ein bisschen helfen. Wo ist der Raketenantrieb? Noch ist alles ruhig hier. Das ist wieder viel zu ruhig. Der verdammte. Hier vielleicht. Let's go. Okay, wir bewegen uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Ich sehe nicht, wer mich da angreift. Das finde ich kacke.